Und dann fliegt die Biene ganz sanft zur Blume, um sie zu bestäuben. Bestäuben. Dein Vater hat übrigens eine kleine Biene. Wie bitte? Das ist doch physikalisch unmöglich. Wie hat er denn seine in ihren Darm? Was machst du denn da? Ja, Mutti, schau mal hier. Der Mann, der hat es geschafft, seine in ihren... Wo gibt's denn sowas? Nicht wahr? Fati hätte das nicht geschafft, oder Mutti? Nicht in 1000 Jahren. Ja. Drück mal auf den Clip. Ach, da merkt man echt, dass ich dein Sohn bin. Ich wollte gerade denselben Clip auswählen. Ach, Mutti, ich hab dich so lieb. Dann wollen wir mal hier. Mädels! Ja, zweite Runde! Du! Oh, heiliger Bimbam! Kommst du essen, Timo? Du sollst doch anklopfen, bevor du in mein Zimmer kommst! Ja, stimmt. Du, Timo, ich glaube, ich werde ganz böse. Krank. Nicht, dass das. Ja, kommst du essen? Ist das deine neue Freundin? Nein, das ist nicht meine neue Freundin, das ist Mia Kali. Das ist meine Mathelehrerin. Jetzt raus aus meinem Zimmer! Oh Gott! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Das ist ein frisches Gestell, mein lieber Schwan. Da kribbelt es mir vom Haaransatz bis runter zu meinem eingewachsenen Zehennagel. Ich habe meine Nummer verloren. Kann ich deine haben? Du hast deine Nummer verloren? Ja, leider. Oh, du Armer. Ich habe meine auch verloren. Ach nein, wie blöd. Vielleicht können wir stattdessen einfach eine Nummer schieben. Brillanter Einfall. Sicher studierst du so pfiffig, wie du bist. Und du arbeitest sicher in der Schokoladenfabrik, so süß, wie du bist. Exakt. Nun denn, lass uns das Unaussprechliche tun. Steffen, nein. Steffen, danke. Kann ich dir helfen? Und dann fliegt die Biene ganz sanft zur Blume, um sie zu bestäuben. Bestäuben. Dein Vater hat übrigens eine kleine Biene. Wie bitte? Ach, nichts. Schon gut. Hast du sonst noch Fragen? Ja, stimmt es, dass die Babys bei der Geburt mit einem Fallschirm aus dem Po springen? Wer hat dir denn sowas erzählt? Deine Mutter. Wie bitte? Deine Mutter. Also meine Oma. Ach so, da hat die Oma aber mit dir gescherzt. Babys springen nicht aus dem Po. Nein, ein großer weißer Storch bringt die Babys vorbei. Heißt es deshalb Vögeln? Ganz genau. Und wenn sich das Gewebe langsam dehnt, dann ist die Frau bereit, den Mann zu empfangen. Stopp! Ich will so einen Scheiß nicht von meiner Mom hören. Ich weiß eh schon alles. Woher weißt du denn die Sachen? Mom, es gibt einen Ort, der heißt Internet. Ich weiß das aus dem Internet. Okay. Wie verhütet man? Oh Gott! Mit einem Kondom und einer Pille oder. Verhütest du? Mom, hör auf! Ich verhüte, okay? Du hast es also schon mal gemacht. Oh! Warum quälst du mich so? Oh, ich will doch
doch nur, dass es dir gut geht. Dein Papa und ich hatten unser erstes Mal. Der König hatte alle Pferde gesagt, wir ritten gegen die Burg. Na, Puppe, Lust auf Spaß? Du peinliches Objekt, redest so mit meinem Weib, obwohl du siehst, dass sie die meine ist. Du peinlicher Pflege. Halte dich bedeckt, ansonsten hagelt es Donner und Sturm. Was hagelt es, meine Liebste, wenn der Flegel sich nicht zurückhält? Donner und Sturm. Ganz genau. Nun macht euch ihn fort. Tut mir leid. Sollte es auch. Beim nächsten Mal lasse ich dich ins Verlies schmeißen. Den Löwen zum Fraß werde ich dich vorschmeißen. Du Schwein! Das fühlt sich einfach nicht schön an, wenn dein Vater mich schlägt. Na, Puppe? Lust auf Spaß? Ist es dein Ernst? Mach doch mal was, oder lässt du so mit mir reden? Er meint das doch nicht ernst. Ist doch Spaß, oder? Nein, du Lappen. Beweg deinen Arsch und verteidige deine Ehre, ansonsten war's das. Tu mir bitte nichts. Guck mal, ich gebe dir meine Kreditkarte und dafür tust du mir nichts, okay? Okay, klingt das ein Deal. Ja, hier, dann geh jetzt auch bitte. Ja, hau lieber ab. Was hast du gesagt? Nichts. Bleib stehen, Alter. Ich krieg dich. Also da bin ich gespannt. Man hört ja so einiges von Afrikanern, wenn es um Größe geht. Das sind alles Untertreibungen. Das ist das Beeindruckendste, was ich hier gesehen habe. Ja, so ein iPhone ist schon echt toll. Aber kommen wir zu dem, was sich da unten befindet. Wahnsinn, so schön geformt, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Nicht wahr? Das sind Bio-Bananen, die schmecken wenigstens auch nach was. Naja, kommen wir mal zum Ernst des Lebens. Ich hätte ihn mir ehrlich gesagt um einiges größer... Ja, komm, es geht ja um die Technik. Und? Hast du die Technik drauf? Leider nein. Ich bin so ein bisschen nervös. Man hört ja so einiges über euch Afrikaner. Ich bin halb Afrikaner. Also mein Vater ist Afrikaner und meine Mutter ist deutsch. Ich komme da eher nach meiner Mutter. Das ist alles? Da ist kein Blut drin, Schnucki. Das ist alles. Der ist doch genauso klein wie vorher. Ich weiß. Das war der pure Wahnsinn. Du weißt, wie man eine Frau sehr, sehr glücklich macht. Ach, Frauen glücklich machen ist mein zweiter Vorname. Und das war wirklich dein erstes Mal? Na klar, ich habe mich einfach auf die Energien konzentriert, die du ausgestrahlt hast. Check ich nicht. Ist das irgendeine kranke Voodoo-Scheiße? Naja, wie dem auch sei, wollen wir es ab jetzt jeden Tag machen? Als ob, ich brauche jetzt was Neues. Elf Sekunden? Really? Ich habe wahrscheinlich einfach andere Stärken, Leute. Du bist in allem ein Loser. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Was sagen Sie zu diesem Video? Es hat mir sehr gefallen. Mir hat es auch sehr gefallen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an Jemka. Checkt sie auf jeden Fall aus. Ihr Instagram ist unten verlinkt. Jetzt folgen sie. Ist wirklich sehr cool, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für eure Zeit. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Peace. Bereit, Nelson? Und Action. Ich hab den Text vergessen. Warte, was war mein erster Satz? Halte dich fern. Halte dich bedeckt. Ansonsten muss ich den Text nochmal sagen. Frauen glücklich machen ist mein zweiter Vorname. Nochmal. Storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I on we'll go through the wastelands, through the highways.